Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Chain of Memories. Oder Re-Chain of Memories. Denn das ist ja immerhin das. Eine Art HD 3D Remake. Aber wir können ja erstmal mit Goofy und Donald reden. Wir würden unsere Freunde nie vergessen. Solange du dich an Vergessenswertes erinnerst, ist alles okay. So, und dann gehen wir jetzt auch mal weiter in die nächste Welt. Welt. Dame Agrippa, Arenas Olymps, Wunderland oder Halloween Town. Also für mich war ja Monstro in die Welt im vorherigen Parts hier übelst scheiße. Ich weiß nicht, ob die nochmal kommt. Ich weiß, ich war voll weit in dem Spiel und dann kam ich immer an einen Punkt, wo ich ja nicht weiterkam. Bei Monstro. Deswegen, ich glaube, wir nehmen Arenas Olymps. Schauen wir mal, was uns dort begegnet. Jupp. Nach der ewig langen Ladezeit. Ach ja, es ist auch schon 2017. Das ist jetzt der erste Kingdom Hearts Part, den ich im Jahr 2017 aufnehme. Machen wir mal kurz. Seht, eine Ankündigung. Also irgendwie habe ich die Donald-Stimme überhaupt nicht drauf. Selbst Goofy tue ich mich schwer. Es geht um einen Wettbewerb. Sie nennen ihn das Arena des Olymp-Überlebensturnier. Die Teilnehmer müssen an den Hindernislauf teilnehmen und sich dabei ausstechen. Hört mal, auch der große Held Herkules wird an diesem Turnier teilnehmen. Hier steht, dass er noch nie besiegt worden ist. Das klingt nach Spaß. Machen wir auch mit. War klar, dass du das sagst. Bei jedem Wettbewerb bist du immer Feuer und Flamme. Du wirst auch ohne uns mitmachen, stimmt's? Genau. Dann sind wir wohl besser auch dabei. Warte mal, hier steht noch mehr. Nur Teilnehmer, die im ersten Lauf siegreich waren, nehmen am Hauptwettbewerb teil. Hier steht, dass der erste Lauf gleich davon beginnt. Worauf warten wir dann noch? Auf geht's! Herkules ist ein Vorbild an Stärke und Edelmut. Der perfekte Held? Er ist also absolut perfekt? Mir brennt der Hut! Wenn ich bloß an diesen Kerl denke. Ah! Wie gerne würde ich ihn in der Unterwelt verbannen. Für immer! Dafür hast du mich angeheuert. Das stimmt. Du bist mein Mann, Cloud, oder? Deine Aufgabe ist es, Herkules bei den Spielen zu besiegen. Sobald du ihn weich geklopft hast, gib ihm den Rest. Tu das für mich und ich. Du gibst mir mein Gedächtnis wieder, wie vereinbart. Du hast mein Wort. Schlüssel des Anfangs. Wie schon erwähnt, sind die Level hier ein bisschen monotoner aufgebaut. Bisschen. Arena des Olymps. Und vor allem kleiner ist es, was aber, glaube ich, hauptsächlich an GBA-Port liegt, also Game Boy Advance-Version des Spiels. Ach komm, Leute. So. Hören wir dich weg. So, kriegen wir wieder was? Kann man das wegnehmen? Oh.
Dann machen wir den kleinen Gegner hier noch weg. So. So, Goofy, zeig's dir mal nicht. Okay, machen wir es lieber so. Starke Initiative. So, jetzt können wir doch sicherlich hier hochspringen. Ich weiß nur nicht, was es mir bringen sollte. Entschuldigung, da war was im Hals. So, dann die nächste. Machen wir eben mit Feuer. Feuer klappt immer gut. Und yay! Schauen wir mal hier, kann man hier das gleiche machen? Ansonsten ein bisschen trainieren ist auch immer gut. So. Ach komm. Ausstechen und angreifen. Ansonsten Goofy rufen, der macht den Rest schon. So. Ist der Kampf auch geschafft? Level Up kommt auch immer näher. Da können wir... Hey, neue Karte für uns. Vita. So, jetzt haben wir hier ordentlich alles demoliert. Hat es irgendwie trotzdem nichts gebracht. Finde ich jetzt zumindest. Also wenn man mal hier überblickt... Ja. Gehen wir jetzt erstmal weiter, würde ich sagen. Ach, immer mit Dreieck, das vergesse ich. Eins oder höher, mal schauen. Nehmen wir die. Die haben wir immerhin doppelt. So. Ach nö, 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 nö. So, da ist der jetzt gestunt. Und ich kann ihn zumindest von hinten locker lässig mal angreifen. Der nervt mich eh, man. Ach, verdammt. Ah, der ist weg. Jetzt kann die Show losgehen. So, Simba, brüll sie weg! So, Goofy. So, na, war klar. Dann eben Donald. So. War doch locker lässig, der Kampf. Yay! So, Level Up gab's jetzt. LP finde ich eigentlich ganz hoch. Betäubungsschlag. Ich würde KP erholen. Da kann ich vielleicht neue Karten dann aufnehmen. Oh. Wenn er schon daneben ist, dann schlagen wir auch gleich zu. Wird doch eben kurzer Kampf. Yeah. So viel zum Thema kurzer Kampf. So. So, so, so. Ach komm, Leute. Okay. Donald, regel das mal. Feuer! Wieder einer mehr. Ansonsten noch Simba holen. Der müsste es auch drauf haben. Ah, da bleibt noch ein übrig. Und den machen wir mit Eis weg. Haha. Doch ganz gut geschafft. So. Ach, die können wir kaputt machen. Was? Du das, der hier mit Pfeilen geschossen hat, mein Lieber? Wow. Die können wir ja aufnehmen. Kann ich das auf den Dicken da unten schmeißen? Das wäre irgendwie cool.
Okay. Wie immer knüpfe ich mir den vor. Geht doch schon mal viel einfacher hier heute. So, Donald Nummer 2. Mann, die nerven langsam. So. Aber immer noch keine Herausforderung für mich. Ich habe noch mehr als genügend Leben immerhin. Oh, das wird echt. Mir kommt es echt langsam so vor, als wird das hier eine Grinding-Folge. Das nützt ehrlich gesagt wenig, glaube ich. Oh. Ich dachte, jetzt ist der Schluss. So. Einer weg. Und ich habe wieder neue Karten. So, aber jetzt seid ihr fertig. Komm, jetzt. So, können wir auch jetzt rumwerfen, denke ich mal. Immerhin bei dem Spiel macht ja einiges aus, wenn man levelt. Eigentlich macht es allgemein bei Kingdom Hearts was aus. Ach komm, willst du mich jetzt ärgern? So, machen wir es eben so. Oh, er hat gekontert. Yeah! Was ist denn das für eine Karte? Zufallsjoker. So. Was jetzt auch eigentlich interessant ist, ach, das wollte ich das ja machen. Ha, er ist weg, der Große ist weg. Jetzt im Januar kommt ja demnächst noch, das HD-Remake von, also Kingdom Hearts 2.8 raus für die PS4. Das beinhaltet ja das, ach Gott, Mann, das HD-Remake der 3DS-Version Deep Rock Distance, das ich mal auf dem 3DS gespielt habe, leider kein Let's Play gemacht habe, weil ich keinen 3DS zum Capture habe. Aber ich fand das erfrischend anders. Nice. Und ich muss mal schauen, also mir hat es eigentlich gefallen, auch wenn ich es jetzt nicht ganz durchgespielt habe. Irgendwann war es doch sehr ermüdend, aufgrund der einzigsten Mechanik, die sie cool beworben haben und ich im Grunde mega scheiße fand. Ach Gott, ihr Affen, nervt mich. So, hoffentlich hilft das jetzt mal. So. Wieder einer weniger. Hoffen wir mal, dass Donald hier gut eingreift. So, dann war es noch einer. Ups. So. Jetzt geht's hier an Ballen kragen. So, Stufenaufstieg. Finde ich supi. Hier machen wir hier einen Betäubungsschlag. Betäubungsschlag. Betäube umstehende Gegner mit einem einzigen Schlag. Aktivierung 3 Angriffskarten des gleichen Typs. Gesamtwert 20 bis 23. Okay. So. Naja, so, zurück zum Thema von Dream Drop Distance. Wenn... Wie hießen die Mechanik dann nochmal? So, großer weg. Das war so Sturzmechanik, haben sie es, glaube ich, genannt. Da kommt man ja immer so zwischen Sora und Riku wechseln.
Und ganz ehrlich, das System hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe es ziemlich spät gecheckt, wozu man Aufwecker braucht in dem Spiel. So. Hat man gar nichts geholfen. Auch gut. Aber das hilft schon besser. Und es ist mir bei einem Boss, glaube ich, dreimal passiert, dass ich zwischen Sora und Riku gewechselt habe. Und das Blöde, wenn man wechselt, ist, der Bosskampf wird resettet. Für mich heißt das also, dreimal neu machen. Ich habe dann zwar mit dem Aufwecker gemerkt, hey, da geht's viel einfacher, aber trotzdem finde ich die Mechanik an sich blöd. Ich hätte cool gefunden, wenn man, ach, ich hasse euch. So. Okay, probieren wir mal mit Simba. Wenn man halt, was soll ich sagen, zwar im Kampf wechseln muss, dies aber entweder gespeichert wird, oder es Bestandteil des Kampfes ist wiederum. Also, ich glaube, GTA hat es mal sehr schön gezeigt. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Wir müssen davor und dann da rechts, denke ich mal. Dass man eine Mission mit mehreren Charakteren, wo man hin und her switchen soll, eigentlich ganz gut funktionieren kann. Und das gleiche hätte ich mir dann auch hier so im Dream Drop Distance gewünscht. Aber nee, es war ein bisschen einfacher, beziehungsweise ein bisschen blöder. Oh. Bei mir ist gerade jetzt der Sound weg. Kurz noch einen Blick. Das Ding ist stehen geblieben? Das finde ich scheiße, ehrlich. Scheiße.